Servus Leute, Vezano hier. Es gibt ein neues Let's Play. Ja, Gucci, der Demon ist ja bekanntermaßen oder gewissermaßen abgeschlossen jetzt. Nur 7 Teile. Und ich setze es jetzt sofort. Das Spiel ist recht bekannt. The Walking Dead. Die wandelnden Toten. Um die geht's hier. Und ich weiß, dass das Spiel von vielen Leuten schon Let's Played wurde und Let's Played wird. Und jetzt die neue, die fünfte und letzte Episode quasi draußen ist. Das heißt, ich kann das Spiel als einer der wenigen, glaube ich, weil die anderen haben das immer, wie es rauskommen ist, schon gemacht. Und ich bin einer der wenigen, die das wirklich von Anfang bis nach Ende durchspielen können, ohne irgendwie auf irgendwas warten zu müssen. Yo, wer das Spiel nicht kennt, ich finde, das Spiel ist eines der besten Spiele seit langem. Ohne Frage. Die Story ist einfach wirklich, wirklich so hammergut, aber ich... Das Ende weiß ich noch nicht. Also ich weiß einige Sachen bei dem Spiel leider schon. Ist leider so. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht jetzt, dass ich nicht der ärgste Noob herumlaufe. Andererseits, wie gesagt, die fünfte Episode kenne ich noch überhaupt nicht und die anderen sind schon ein bisschen verschwommen. Ja, auf jeden Fall spiele ich jetzt das Spiel zum ersten Mal selbst und schaue nicht einem anderen Let's Player zu. Aber egal, genug der Worte und weiter geht's. Yo. Aber ich glaube, ich nehme trotzdem Standard und nicht Minimal, denn falls ich wieder irgendwas vergesse oder so, das ist, glaube ich, keine gute Idee. So, Episode 1, A New Day. Ich kann die zweite auch schon spielen? Na, wirklich? Warum sollte ich das tun? Ich fange mit der ersten natürlich an. Ein neuer Tag beginnt. Ja, wie gesagt, ich möchte die Videos auch ein wenig länger halten als vielleicht andere Let's Player. Falls euch das stört, falls die zu lang sind oder vielleicht noch immer zu kurz, ich weiß nicht. Falls ihr da sogar eine ganze Stunde haben wollt pro Teil, weil meine Videos ja nur wöchentlich kommen werden, jeden Mittwoch. Bitte in den Kommentaren sagen. Und natürlich, die restlichen Features von YouTube kennt jeder. Also ich bin ja nicht likeable oder so. Einfach, wenn es euch gefällt, Daumen nach oben. Macht's aber auch, was ihr für richtig haltet. Wenn es euch nicht gefällt, Daumen nach unten. Ich muss nur schauen, dass ich da jetzt nicht so sehr in der Facecam da reflektiere. Okay, wir sind in dem Auto. Written by Sean Veneman. Designed and directed by Sean Veneman und noch irgendwem. Wow, das geht schnell, so schnell kann ich nicht lesen. Lead Animator Peter Zeichel. Lead Cinematic Artist Eric Parsons. Telltale Games, nebenbei gesagt, hat das Spiel gemacht. Gibt's auf Steam zum Beispiel. I reckon you didn't do it then. Jetzt bin ich leise. Was willst du von mir? Why do you say that? Ich hab's nicht gemacht, was hab ich nicht gemacht? Ja, does it really matter? Ist das wichtig? Not much. Nicht wirklich. Now, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. Was überhaupt? Was sagst du darauf? I say yep, I know you didn't. Ja, klar. Und jetzt? Ah, ich kann schauen. Können wir rausschauen? Ja, die Sprache ist Englisch, ich hoffe, das macht nichts. Ah, ich kann in den Spiegel schauen, aber das war's auch schon. I followed your case a little bit. You being a Macon boy and all. Macon? Also eine Stadt ist Macon, da komme ich her. Oder wie? You're from Macon, Ben. Yep. Came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. Atlanta. I was wanting to work a murder case. Like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. Interessant. Real shame, that is. Whoa. Police! Police! Regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sean. Sure is. Good. Ah. Got that. Aha, okay, das heißt, ich bin quasi irgendwie logischerweise ein Verbrecher oder so. You teach there long? Going on my sixth year. UGA, was ist das? You meet your wife in Athens? University of... Do you want to know how I see it? Georgia? Ja, sicher. Sag mir deine Meinung, darauf stehe ich. Sure. Warum sagt er jetzt nichts? Ah, ich will deine Meinung wissen. Na komm. Regardless, okay. Could be you just married the wrong woman. Nah. Ja, keine Ahnung. Ja, da sagen wir lieber nichts drauf.
was auch immer, wenn du das kannst. Ich meine, ich könnte das ja übersetzen, was da steht, für Leute, die nicht Englisch können oder nicht so gut Englisch können. Aber die Leute, die Englisch können, werden mich so beschimpfen wahrscheinlich, weil sie das selber hören wollen. Aber ich kann ja eh nichts machen. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. Was ist mit dir? He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Ja, aber ich bin nicht so ein Weichei. Ich bin der Hauptcharakter. In the back of the seat, like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Ja, na war es oder nicht jetzt? Du wirst es jetzt mittlerweile wissen, oder? They caught the fucker red-handed. Also okay. Stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. Ja, weißt du, vielleicht war er verrückt oder so. It goes to show, people up and go mad when they believe their life is over. Ja, sicher. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious. Da vorne ist, wer schaut auf die Straße? Bam! Bam! Was geht mit dem? Der plaudert da und führt die Leute zusammen, wenn das jetzt... Okay, das war jetzt ein Zombie, hat man eh gesehen, aber wenn das jetzt kein Zombie wäre, dann wäre er auch ein Mörder. Kann er sich gleich zu mir nach hinten setzen? Da schaut er gleich blöd. Ich schau nicht in die Kamera, ich weiß. Die Kamera ist da. Bam! Kämpf mal! Komm, eins gegen eins. Ich gegen dich. Geht schon, raus aus dem Auto. Wer schreit da so? Ja, aber wie gesagt, das Licht ist auch aufgedreht. Ich meine, es ist jetzt nicht so gruselig. Es gibt ein paar. Weiß ich nicht. Es ist halt Zombies, ja, aber es ist nicht so gruselig wie Slender oder Misha oder so. Kacke! Na komm, steh auf! Durstig, ja. Einfach zum nächsten Baum und zapf dein Bier ab. Oh, zapft is! Oh, jetzt können wir es machen. Ja, ich will raus da. Ah, boah, das ist so schwer zu treffen. Bam, geht schon nochmal. Komm. Bist der Beste, komm! Ja, es ist ja eh schon. Kannst eh schon durch. Okay, vielleicht auch nicht. Ah, okay. Bewegt sich mit WASD oder W zumindest. Handcuffs. Dammit. Okay. Und das Mausrad oder 1 bis 2. Da kann man eben die Actions machen. Da kann man jetzt drauf schauen. Climb out, schaffst du das? Bam, was hat er da für eine Verletzung auf dem Bein? Deswegen ist er so ein Wrack. Was ist jetzt? War das dein Bein, was so geknackst hat, Alter? Alter! Aber ich kann nur W drücken, nicht WASD oder so. Ich kann jetzt zum Beispiel, kann ich zurückgehen? Und ich kann nur nach vorgehen. Und so kann ich halt schauen. Was ist da? Den nehmen wir lieber. Achso, Moment, da kann er nicht, oder? Oder kann er's? Nee, mein hat das. Look, Sinti. Ja, wo sind die Patronen, mein Sohn? It'll be easier to carry with these cuffs on. Also, okay. Und wo sind die Schlüssel? Nicht bei denen, hoffe ich. Ganz schön. Die kann ich aber schon mal nehmen, oder? Munition ist nicht schlecht. Geht's. Streng dich ein bisschen mehr an, mein guter. Okay, jetzt kann ich mit A. Ah, jetzt kann ich mit WASD rumlaufen. Okay. Warte mal. Bei dem Auto gibt's nichts mehr. Jo, dann schauen wir uns den alten. Officer? God damn. Ja, und dann was ist? Geh hin und schau, was mit dem ist. Officer? Ja, was ist? Achso, okay, man muss ganz hingehen. Jep, die nehme ich mir. Ja, damit. Komm. Shit. Alter, was geht mit dir?
Ich muss da, glaube ich, die Mouse Sensitivity ein bisschen runterstellen. Weg! Officer? Lauf doch weg! Was ist hier jetzt los? Ja, komm, weg, 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 nein, was machst du? Nimm die verdammte. Nimm das und lade. Laden. Get. Ja, komm. Lass mich noch ein bisschen näher herkommen. Das macht ja nichts. Okay. Genug ist genug. Lass mich nicht verarschen hier. Ich bin Vetano und nicht irgendein Lulu. His skin's all rotten and he smells like shit. Yo, what the hell is this? What the hell is this? Irgendwie kann ich jetzt wieder weg. Kann ich irgendwie aufstehen? Hallo, klicken. Escape. Nein. Aber wenn ich schon mal da bin, kann ich auch schon mal die Mouse Sensitivity ein bisschen. Nein, wo geht das? Ich glaube bei. Play. Ja, da ein bisschen runter. So. So, da und jetzt back. Resume game. Ja, und wie kannst du aufstehen? Are you dead? Hey! Are you dead? Ich kann ja sonst nichts machen. Ah, warte kurz, da kann ich hinschauen. Help! Go get someone! There's been a shooting! Ein Mädchen! Was ist jetzt los? Leck! Was ist jetzt los? Kommen da noch mehr? Oh shit! Sia! Sia! Lauf! Was machst du? Steh auf! Ja, und jetzt. Du bist ja noch immer schneller. Schneller als die. Ja, komm! Wo kommen die auf einmal alle her? Ja, komm. Komm. Komm, du bist der Hauptcharakter da. Spring über den Zaun. Spring rüber, komm. Komm, spring rüber. Bam. Bam. So viel Kraft hat er noch. So viel Kraft. Das kann nicht jeder einfach so über den Zaun drüber springen. Braucht man ein bisschen Muskelkraft. Und die können da nicht durch oder was? Mit dem Zaun? Oh, cool, sie sind weg. Na komm. Versteck dich lieber oder so. Ah, das Mädchen, was vorher da war, genau. Hallo? Das ist sicher auch ein Zombie. Anybody? Aha. Ah, okay, ich kann mich bewegen. Na? Oh. Eine Glastür. Mach sie auf. Wer braucht ihn nicht? Ja, dann mach halt mal auf. Ist sie zu oder was? Ah, okay. Coming in. Don't shoot, okay? Warum sollt ihr auf dich schießen? Nur weil da ein paar Zombies unterwegs sind. Das macht doch nichts. Hello? I'm not an intruder. Or one of them. One of them. I'm not one of them. Ich bin der Hauptcharakter eines Computerspiels. Ja, wie schaut's da aus? Was ist das da oben eigentlich immer? Oh, ein Malbuch. Unicorn Time! Ein Einhorn, wie süß! Entschuldigung. Bowl of Fruit. Nom nom nom. Ah, ja, hat er Durst, genau. Was war das?
Also schauen wir uns erstmal da weiter. Oh, Jesus. Oh, was ist mit dir? Oh. Okay. Es ist doch nicht ganz so ungruselig. Bisschen erschrecken tut man sich schon teilweise. Steht da. Marshalls. That's a Savannah area code. But that's the type of note you'd leave a babysitter. Babys? Zombie-Babys? Nice. Looten, Alter! Epic Loot. Was machst du? Also, wenn man was sagen wollen wird und dann sagt er trotzdem nichts. Was geht mit dir? Was ist da? Was ist das? This place is ransacked. Just about anything worthwhile. Ja, bla bla. Schauen wir einfach mal, was da drin ist alles. Da gibt's irgendwo noch was zum Trinken. Ah, genau. Nimm dir. Ja, und das trinkst du, wenn das infiziert ist, stirbst du gleich. Was geht's denn besser? Jetzt hat er ein Level Up bekommen. Da sieht man das nicht. Okay. Nicht schon wieder ausrutschen da. Okay. Ist da sonst noch was? Furniture overturned, blood everywhere. Jesus. Jesus, hilf uns gegen die Zombies. Das ist ein Fall für Raptor Jesus. Spaß. Kennst du Raptor Jesus? Nicht? Just Google it. Google ist dein Freund. Maybe there's something on there. Okay, ja, ich will ja eh das. There are three new messages. Ah, drei. New messages. Ja, okay. Message 1 left at 5:43 p.m. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Whoa! Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be Clementine. Back in time before your spring break. This baby has Clementine, oder wie, oder? 11:19 p.m. Yeah! I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Sollte besser aufpassen. Please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3, left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. Ah, das ist ein Foto. That's 911. Sich nicht gut an. Also die sind in irgendwann das gewesen, Urlaub oder so, keine Ahnung. Und da scheint es auch schon Zombies zu geben, wie sich das anhört. Huh? Ah, das Walkie-Talkie. Hello? Let's do the Walkie-Talkie. You need to be quiet. Wer ist das? Who is this? I'm Clementine. This is my house. Clementine, das Baby. Es kann sprechen. I'm Lee. Ah, ich bin Lee, okay. Na, das bin ich nicht, ne? No, I'm not. Aber fast. Ich könnte es sein. Okay. Wo sind deine Eltern? Where are your parents? War das die am Telefon? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Ah, Sandra. Die Babysitterin. Are you safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. Oh, okay. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Ah, das ist sie doch von vorhin. Was ist jetzt? Ah, bam! Weiter hinten! Weg da! Lauf! Alter, du bist... Was ist mit dir? Da bist du vorher auch schon. Bam! Ins Gesicht! Ins Gesicht! Weg hier! Oh, das ist... Ins Gesicht! Ins Gesicht! Hallo! Geh weg von mir her! Kuck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 
Gib mir den Hammer. Mach dir den Garaus, Zombie. Bam, bam. 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 Triple Bam. Quadriple Bam. Quadra Bam. Bam, wie ich ausschaue. What? Also, ob ich selber ein Mörder wäre? Okay, ich bin eigentlich ein Mörder, oder wie? Oder irgendwas habe ich halt gemacht. Did you kill it? Ich glaube schon. I don't know. I think so. Sometimes they come back. Have you killed one? Wo weißt du das? But they get shot a lot. Okay. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. Das ist nicht so gut. What should we do now? Ja, auf jeden Fall nicht da bleiben. We need to find help before it gets dark. Yeah, it's not safe at night. Boah, wolltest du das wissen? Vielleicht sind die Tag aktiv, die Zombies. Und in der Nacht schlafen es. Immer diese Klischees, gell? Immer diese Klischees. Vielleicht sind das lieb Zombies eigentlich. Die wollten nur ihn umarmen oder so und. Vielleicht auch nicht. Okay, Astrid kann mich wieder bewegen. Boah, ist die schnell und ich bin so lahmarschig. Wo geht's denn da weiter? Runter hier. Ah, Treppe. Ah, genau. Ich bin von da hinten gekommen. Okay, also schauen wir mal. Diese Richtung. Oh, da gehen wir durch. Aber zuerst nach Essen suchen. Ah, verdammt. Kann man gar nicht. Man, bam, die chillen aber ordentlich ab. Das sind 100 Zombies im Umkreis und... Okay. What's the matter? Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? Nein, du kommst mit mir mit. Ich muss dich beschützen. I won't leave you alone. Well, let's go somewhere safe that's close, okay? Yep. That's a good idea. Die ist gescheit. Diese Clementine. What? Hey, man! Holy shit! Don't eat us! Ja, weil ich so ausschaue. Nur weil ich schwarz bin. Ihr hasst mich doch nur, weil ich schwarz bin. Rassisten. Was macht sie überhaupt da? What are you doing? Trying to get home. This neighborhood's a disaster. Are you trying to get there? Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, 15 miles away. Atlanta? I'm Sean. Sean Green. Sean Green. This is Clementine. I'm Chet. Yo. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not a dad. I'm. Wer bin ich? Her babysitter. Her parents are out of town. Sie ist aber kein Baby. Staying put for too long is a mistake. Aber die sind nicht böse. What do you want to do? I. Your monster's coming. We gotta go. Hallo. Wie früh kommt sie bitte drauf? Die hört man doch eh schon von 10.000 Kilometer weg. Da drück. Drück das Auto weg. Schieben. Schieben. Push! Push! Ja, was noch einmal oder wie? Okay. Alle rein ins Auto. Los! Ninja! Chat ist ein Ninja. Und der kann nicht Auto fahren. Wir haben das Auto eh weggeschoben. Wie kann er trotzdem nur dagegen fahren? Na, passt eh. Aha.
Es ist dunkel. Die Dunkelheit. Da sind Zombies immer stärker. Wie wir alle wissen. Aus Filmen wie Shaun of the Dead. Na Spaß. Boah, er chillt so hinten so. Like a boss. Yo. Hey Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. Er rennt nach Hause. I'll catch you tomorrow night. Bist du verrückt? Oder ist das gleich um die Ecke? Nice to meet you both. Der rennt in der Dunkelheit alleine nach Hause. Viel Spaß. Der lebt nicht mehr lang. Was machen wir jetzt? Thank God you're okay. Ja. Aber die Ehre. I was worried it'd be bad here too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare has gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you Chet and Pimp is. Summer is this. You've brought a couple guests. Your boy's a lifesaver. Oh, yeah, that's it. Be a help to somebody. So it's just you and your daughter then. She's not my daughter. Not his daughter. He's the babysitter. Honey, do you know this man? Yes. Okay, then. San Pedro. Well, do you like know this man? Yeah. It's doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Cool. Cooler Typ. High five. Was? Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. No shit, Sherlock. Could be worse. I can't tell. That's what it sounds like. Seems like things got awful bad in the cities. Mm. What did you say your name was? Lee, oder? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Herschel Green, der Alte von dem. How'd this happen? Anderen Green. Ja. Car sind wir mal ehrlich. That's so. Kann nicht schaden. Where are you headed before the car accident? I was getting out of Atlanta. The news says stay. Na sicher. Yeah, well, ich bleib bei den Zombies. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with, the girl? Nobody. Geht dich nichts an. That's so. Yeah, it is. You said we, that's all. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there when we're done here. I didn't catch your name, darling. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. Looking after her until we find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. I got chased by a couple of dead people. So sicker. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. I already said okay. Well, chill. I'm all done here. Chill, alter Mann. Better tomorrow. Thanks. Dankeschön. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. Yeah. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. All right, then. It smells like Kacke. I know what it smells like. Duty.
Duty. Doodly-doo. I missed my mom and dad. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. Die leben, glaube ich, nicht mehr, oder? Arme Clementine. Clementine. Lass mal schlafen. Chill, Alter. Boah. Hey, get up. Hey. Christy. Guten Morgen. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? Es ist okay, dass ich ihr Vater bin. Ich bin schwarz. Wie kann ich ihr Vater sein? I'm Kenny. Okay, das ist jetzt nicht rassistisch oder so gewesen. Tractor and everything. We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Sag mal lieber nix. Duck! Wer nennt sein Kind Ente? The word is, you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Schau mal. I'll see what the girl would like. Schau mal, was die Clementine gotta says. Consult the missus. I understand. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Besser als Duck. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Cool! Ja, komm. Mach dich nützlich, mein Sohn. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Ja. Passt. Passt. Ja. Schlabern die so. Hey there, girls. You wie geht's euch? Actually look relaxed. I think we're doing just fine. Clementine was just telling me about first grade. Also in der ersten Klasse, ist sie. How's that? It's easy. Well, yeah. Na warte, bis du in der zweiten Klasse bist. Good? Anyway, it's almost like we didn't see people eating each other for the past 3 days. It's peaceful here, no? Naja. So, immer noch sehen. What do you do when mit dem Gammelzahn walking around? I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale, like Herschel here, except more with dogs and cats and not horses. What is it that you do, Lee? Tierärztin. I used to teach up at the University of Georgia. How is it exact? That we can go back to our jobs soon, Lee. Back to normal. It can't stay like this. No, yeah, my mistake. We'll all be home soon. Die sind mir langweilig. How did you handle getting through the city? Kenny just drove. We passed so many people that needed help, and we just passed people over some. Just. It's okay. It's fine. You don't have to say anymore. I want to go home tomorrow, but even then I can't take away the things we... things Doc went through. Don't you want to go back to the moment before you knew about all of this? Dann hätte ich das Spiel nicht gespielt. Anybody in their right mind would. Families and barbecues and beers with good friends. All of those things. Those are the things we live for, right? With those gone, what's the point? Back in a bit. Okay, Lee. Na, passt. Wow! Ich glaube, das war's. Für die erste Folge. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Mir macht es wirklich viel Spaß. Ich finde, das ist ein tolles Spiel. Kann man nichts Schlechtes darüber sagen. Die Grafik ist vielleicht Geschmackssache. Dieser Cell-Shading-Look, glaube ich, nennt man das. Aber ich finde es trotzdem cool. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.